Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Die Sims 4 allein unter Kindern. Und gerade hat der gute Erbay endlich seiner Tochter Aleph beigebracht, alleine aufs Töpfchen zu gehen. Das sind doch mal richtig super Nachrichten. Ich bin begeistert. Nicht, dass es besonders spannend wäre, ihr jetzt dabei zuzugucken, wie sie sich hier so ein bisschen abmüht. Und ihr seht's auch, sie ist gerade mal wieder ein bisschen mies drauf. Sie ist einfach trotzig ab und an, aber hey, so Sachen passieren. Nein, du isst nicht den Obstsalat. Du schaffst jetzt erstmal das hier mit der Blase fertig, Mädel. Das kriegen wir hin. Und er sagt auch schon so, mach dir nicht in die Hose. Oh Gott, diese Emoticons sind immer echt der Burner. Na, haben wir Spaß? Was macht denn der kleine Torsun? Wo gehst du hin? Okay. Ach, er hat den Obstsalat erspielt. Ich glaube, den wird er jetzt ganz schnell mal irgendwie... Oh, er isst den fiesen Obstsalat. Warum ist da Obstsalat? Das müssen die gemacht haben, als ich gerade mal irgendwie nicht reingeguckt habe. Ich habe nämlich zwischendrin mal eine neue Familie noch in dieser Nachbarschaft hier einziehen lassen. Und die ein ganz klein bisschen angespielt, damit der gute Erbay auch ein paar mehr Nachbarn hat. Ich glaube, ich mache mal die Musik hier ein bisschen leiser. Mittel. Ja gut, warum ist die denn hoch gewesen? Wir haben Erfolgserlebnisse. Aleph hat's geschafft. Ich bin beeindruckt. Na, das ist doch mal fein. Yeah. Das ist doch super. Okay. Ja, ich will gar nicht wissen, was da jetzt in diesem... dieses grüne Stinkzeug. Fies. Okay, wir werden jetzt erstmal den Papa drum bitten, dass er was zu essen organisiert. Hallo, Hunger! Ja, Sandwich, super Sache. Yay, dann bring mich doch mal hin. Sie ist gerade mal... Ja, wir haben Hunger. Will Happa. Ach je. Während sich Torsun einfach, einfach mal selber bedient hat, mit fiesem Obstsalat, den er wahrscheinlich scheußlich finden wird... Aber er wird davon satt. Er macht das schon ganz von selber. Das finde ich richtig gut. Hallo? Was denn? Er muss jetzt selber mal was futtern. Sage mal, Mädchen, du wolltest doch gerade was essen. Sind wir mal wieder tratzig. Oh, Mann, Nometer. Käsecracker essen. Käsecracker, okay. Also, ich denke mal, Erbay darf sich jetzt mal selbst irgendwas holen. Essen nehmen. Schnelle Mahlzeit. Warte mal, mehr Auswahl. Was haben wir denn hier im Kühlschrank? Fiesen Obstsalat. Oi, ich glaube, den schmeiße ich erstmal weg. Das geht gar nicht. Kann man den nicht wegwerfen? Ich stelle den mal hier irgendwie so auf den Tisch. Geht, hä? Geht das nicht? Das ging doch früher mal, genau. Und den werfen wir jetzt weg. Das ist echt fies. Also schlechtes Essen muss er schon nicht essen. Ja, tu das mal weg, Junge. Und du könntest dir dein Essen einfach mal selbst holen. Käsecracker essen. Na komm. Du bist schon groß, du schaffst das ganz alleine. Warum ist er traurig? Weil das Essen scheiße war. Pfui, Git, das Essen war nicht gut. Ja, Papa kann einfach nicht kochen. Ach je. Ja gut, dann gehen wir gleich mal trösten. Oh. Was ist denn los? Hm, Tag verschönern. Lass uns mal den Tag verschönern von Torsun. Der freut sich bestimmt. Hallo, Papa. Na komm schon. Jetzt sei gleich nicht mehr ganz so traurig. Ah, das sieht, da geht doch schon was hoch hier. Und er erzählt interessante Dinge über Monster. So, wie wäre es denn mal mit so ein bisschen lernen? Als Pflegekind adoptieren, das ist doch bescheuert. Upsa. Na, komm schon. Sprechen beibringen. Wenn wir schon mal dabei sind. Hm.
Und Aleph ist mit ihren Käsekreckern glücklich, das ist doch auch mal fein. So, und du darfst jetzt mal an die Klötzchen ran. Stapeln. Okay. Leckerschmecker. Sie mochte die Käsekrecker offensichtlich sehr gerne. Das ist doch mal fein. Da freut man sich. Hat hier irgendjemand irgendwas gelernt? Mal gucken. Hast du was gelernt? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe gerade diesen Sound gehört. Oder war das Papa, der jetzt ein bisschen mehr Erziehung gelernt hat? Nee, der braucht noch ein bisschen. Oh, war ja. Oh, er muss aufs Klo und dringend was essen. Ja, gut. Wie dringend ist es denn? Na, das geht doch noch. So ein bisschen leeren kannst du noch. Während die kleine Aleph hier mit ihren Klötzchen spielt. Das ist doch süß. Ah! Na, das ist doch mal klasse. Also irgendwie das mit den Klötzchen, das mag sie offensichtlich. Und Tosun hat auch was gelernt. Da freut er sich. Na, das ist doch mal fein. Okay. Aber ich kenne jemanden, der jetzt eigentlich gleich mal ins Bett muss. So, warte mal. Was ist denn hier? Redefrust wegen Versuch, sprechen zu lernen. Okay, sprechen lernen ist nicht so ganz sein Ding. Aber das macht ja nichts. Dafür darf Papa ihn jetzt auch ins Bettchen legen. Na komm. So, Trosun. Einmal ordentlich streicheln ist nämlich immer ganz gut, damit sich die Beziehung verbessert. Wie sieht's bei Aleph aus? Ah, die könnte langsam auch mal schlafen gehen. Na, ab. Genau. So, Papa? Herbei um Dessert bitten? Na, das ist ja mal witzig. Über Prinzessinnen reden? Ja, nie. Papa steckt jetzt die Kleine auch noch ins Bett hier. Na komm, wie wär's? Ich hoffe mal, sie ist nicht wieder trotzig. Na? Na komm, Papa. Du kriegst das hin. No. Einmal schlafen gehen. No. No, Susu. Na, das ist doch mal fein. Okay, dann kenne ich jemanden mal, der dringend aufs Klo muss. Oh ja, er läuft jetzt auch schon entsprechend. Ja, gut, das war wohl dringend. Okay, dann kenne ich jemanden, der hier mal das Töpfchen säubern darf. Ugh. Also ich bin ja schon froh, wenn ich mal diese Töpfchen hier abbauen kann, weil nee, die sind echt nicht so toll. So, Hände waschen, auch gut. Und dann kenne ich jemanden, der hier gleich mal Abendessen bastelt. Frühstück. Frühstücken klingt gut. Probieren wir es mal mit Rührei und Speck. Oh, diese Geräusche. Oh, das ist so richtig feucht und eklig. Ah, wir haben endlich den frühen Morgen. Die Kids haben ihn ja auch echt gut beschäftigt. Also ich bin mal stark am Überlegen, ob ich ihn heute mal was anderes machen lasse. Denn ich habe von einer freundlichen Mitspielerin aus dem Sim-Forum den Tipp gekriegt, dass man hier auch eine Tagesmutter engagieren kann, damit Papa mal irgendwas anderes tut als nur Kinder erziehen. Oh, bitte fackel deine Bude nicht ab. Das können wir uns nicht leisten. Ah, okay, na, wie ist es? Normal, okay. Das mit dem Kochen wird. Das ist schon mal gut. Gott sei Dank. Er freut sich auch gleich, dass sein erstes selbst gekochtes Rührei mit Speck gut riecht. Da freuen wir uns doch. Aber ich glaube, ich schicke ihn auch gleich einfach mal ein bisschen joggen oder so. Ich meine, er ist gerade gut drauf. Sit-ups machen, könnte er natürlich auch machen. Oder mal eine Runde schlafen. Wir haben doch ein Telefon. Also ich gucke mal, ob diese Option irgendwo zu kriegen ist.
Ehrenamtlich tätig werden, nie. Restaurant kaufen hatte ich jetzt eigentlich auch nicht vor. Foto machen? Notizbuch, Telefon leise stellen, was ist das? Farbe der Telefonhülle ändern? Nee, brauche ich doch nicht. Urlaub nehmen? Wie engagiert man denn eine Tagesmutter? Offensichtlich bin ich zu doof dafür. Reisen ist jetzt auch nicht. Jobs. Nee, das wird jetzt schwierig. Zimbabwe. Puh. So, du räumst jetzt erstmal auf. Vielleicht kann er das. Sag mal, Junge, warum benutzt du nicht einfach dieses wunderbare Waschbecken hier in der Küche? Warum läufst du immer ins Badezimmer und machst da irgendwelchen Quark? Kumpel, das ist doch so ein bisschen beknackt. Oh. Okay, er macht selbst Sit-ups. Oh. Ja, du willst nicht zuschauen. Du willst mal mit deiner Schwester interagieren. Vielleicht kannst du sie irgendwie ein bisschen trösten. Zuschauen, während sie heult. Ah. Nee, machen wir mal umarmen. Das soll gut für die Beziehungswerte sein. Na? Na, kommt schon, ihr beiden. Ihr kriegt das hin. Och Gott, wie süß. Ah, wie süß. Ja, du gehst jetzt nicht ferngucken, Mädchen. Ah, okay. Du könntest Papa fragen, ob er dir hilft, Türmchen zu bauen. Denkfähigkeit 2, okay. Ah. Mann, wie lange dauert denn das noch, bis er das hat? Mal gucken. Denken, oh je, das dauert noch eine ganze Weile, fürchte ich. Okay. Du könntest aber irgendwas anderes mal machen. Fantasie? Hast du irgendein Spielzeug dafür? Ja, du könntest damit spielen. Ja, Papa hilft dir natürlich. Klötzchen stapeln. Klötzchen stapeln ist super. Oh, das ist so süß. Ich finde das so quietschesüß, dass hier die ganze Zeit dann irgendwelche Bilder auftauchen von Dingen, die sie sich hier so vorgestellt hat. Das finde ich einfach klasse. Und sie denkt an Burgen und Regenbögen und was haben wir denn sonst noch Schönes? Oh. Warum sie allerdings ihre Füße unter der Couch versteckt, das verstehe ich nicht so ganz. Aber gut, das ist ja jetzt nicht so wild. Und er freut sich hier über die Hilfe von Papa bei irgendwelchen Klötzchen. Aber irgendwie will er nicht spielen. Läuft das nicht? Also ich vermisse etwas die Animation dessen Ganzen. Aber es offensichtlich. Huch! Warum sind wir denn schlecht drauf? Weil er mit Stapelblöcken gespielt hat. Wirkt keine Bausteine mehr. Okay. Ach du lieber. Okay. Oh, hier sind gleich zwei Katzen. Ich werde mal eine hier hinlegen für die Kleine. Ich glaube, der Kleine darf jetzt eine Runde schlafen. Und sie ist auch schlecht drauf. Spiel nicht mit mir. Okay. Was könnten wir denn mit Aleph machen? Die hat ja auch noch ein paar Dinge, die sie lernen müsste. Zumindest funktioniert jetzt das selbst aufs Klo gehen. Bewegung. Warte mal. Kleider ausziehen? Nee, lass mal. Ach Gott. Lustige Gesichter schneiden und liebevoll umarmen. Das ist doch auch mal eine Idee. Komm. Erbei, na, du kriegst das schon hin. Okay, die findet es jetzt blöd. Sieht aus wie ein Lama.
Okay, fand sie jetzt wohl nicht so gut. Papa sollte ihr jetzt mal sagen, dass das mit dem entschieden, anordnen nicht gemein zu sein, Enttäuschung ausdrücken, weil gemein ist, okay. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Okay. Erbei hat jetzt Level 4 Erziehung erreicht. Das ist ja auch mal schön. Okay, schwierig mit mir. Sie möchte das Stofftier schlagen, in Toilette planschen und ein Tabletspiel spielen. Na gut, gucken wir doch mal, was wir sonst noch mit ihr machen könnten. Ich meine, irgendwas Sinnvolles müssten wir doch rein theoretisch mit ihr machen können. Probieren wir es mal mit liebevoll umarmen. Vielleicht klappt das ja. Oh. Wow. Also Empathie ist definitiv nicht ihr Ding. Sie ist gerade richtig scheiße drauf, glaube ich. Okay. Also nochmal erziehen hier. Okay, das war jetzt zu spät. Irgendwie hat es nicht geklappt. Mist. So, was könnten wir denn sonst noch machen? Kinderbetreuung? Was braucht sie denn gerade? Schauen wir doch mal. Ich glaube, da ist jemand müde, aber ich denke, ich werde sie erstmal noch füttern. Ach nee, du schlägst da jetzt nicht drauf. Also Mensch, Mädel. Bei Empathie ist sie nicht gut mit dabei. Das fürchte ich echt so unsensibel. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht, dass sie das wird. Chaos veranstalten, Kleider. Na, nee, das wollen wir nicht. So. Ich könnte sie in Schlaf lesen. Na dann, ab ins Bett. Ich hoffe mal, der Kleine wacht davon jetzt nicht auf. Irgendwas lernt sie dabei. Okay. Und wenigstens wacht der gute Torsun davon nicht auf. Gott sei Dank. Du gehst jetzt pennen. Ah, okay, sie macht das schon von selber. Super. Na, was will man mehr? Das hat doch geklappt. Okay, Papa geht jetzt auch mal pennen. Ah, super. Gott sei Dank. Ein weiterer Tag, zumindest halbwegs überlebt. Und er ist nicht mehr auf total niedrigen Dingen hier. Das finde ich schon mal sehr klasse. Ach Gott, der Nächste, der irgendwas braucht. Ach nee. Ah. Also das mit dem Denken müssen wir echt noch irgendwie bearbeiten. Das geht gar nicht. Papa versucht doch nur zu schlafen. Der Kleine heult ihm erstmal die Bude voll. Jawohl, super. Na komm, Papa. Er möchte gerne ein bisschen Liebe haben. Ist okay, kriegen wir hin. Hab mich lieb, Papa, bitte. Und jetzt ist er gerade ein bisschen zickig, okay. Ich glaube, wir werden den erstmal baden. Das macht den nämlich hoffentlich Spaß. Im Schaumbad baden, genau. Na komm, lass uns eine Runde baden gehen.
Du stinkst aber, Kumpel. Tim? Tim? Okay, Papa ist gerade auch angesickt. Ach Gott. Das mit der Erziehung ist schon schwierig. Ja. Quatsch. Wo war denn die Erziehung? Hä? Mehr Auswahl? Hallo? Ich müsste ihn doch erziehen können? Hä? Okay. Ist es jetzt tatsächlich irgendwie verbuggt? Kleinkind. Oh, okay, tatsächlich. Der ist nicht sein Sohn. Technik, die begeistert. Gut, ich muss das mit dem Adoptieren noch irgendwie machen. Sonst wird das mit der Erziehung schwierig. Aktionen. Okay, gucken wir doch mal. Oh, das war mehr Auswahl. Ich kann es jetzt gerade nicht, wie es aussieht. Das ist natürlich doof. Ach, spielen wir einfach ein bisschen. Vielleicht hört der Kleine jetzt auf, rumzunölen. Baden. Okay, jetzt wird dann doch gebadet. Als Adoptivkind? Das ist doch echt scheiße. Die waren Zwillinge. Die waren eigentlich als seine Kinder angedacht. Ja gut, das geht ja wenigstens hier. Na also, läuft doch. Und sie machen immer noch Sauerei. Also da sind beide echt die totalen Helden hier. So, und er möchte jetzt gerne auch was zu essen haben, glaube ich. Sprechen. Oh, hier, die sprechen miteinander, ist auch gut. Okay, spielen. Okay, dann sind wir wenigstens nicht mehr traurig. Das ist ja schon mal ein Anfang. Okay, erstmal fertig. Hallo, Essen. Nom nom. Aha. Okay, das kriegen wir hin. Na, dann mal auf. Hier haben wir ja noch genug Platz. Papa kriegt das schon gebacken. Genauer gesagt geschmiert, denn es geht ja irgendwie um Sandwiches oder so. Ne, was kriegst du Schönes? Irgendwelches Zeug. Das sieht aus wie Chips? Oh Mann, Erbei. Da musst du noch viel lernen. Viel, viel, viel lernen. Oh. Tja, und mit diesem schönen Bild väterlicher, wunderbarer Erziehungsmethoden, wir füttern das Kind einfach mit Chips, verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, ihr guckt auch das nächste Mal wieder rein, wenn der gute Erbei seine Erziehungsfähigkeiten weiter ausbaut. Und wenn irgendjemand von euch weiß, wie man eine Tagesmutter bestellt, dann schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare, damit ich das endlich mal hinkriege. Der arme Kerl dreht sonst noch irgendwann durch. Macht's gut, bis denn und tschüss.